So verdiene ich Geld. Und wie ihr euer Taschengeld aufbessern könnt, verrate ich euch in diesem Video mit einem kleinen Trick. Viel Spaß! Und somit, ja Leute, was geht ab, wenn ihr eingestellt habt? Also genau diese Technik hier von der Karte zum Geldschein werde ich euch nicht erklären, aber ich werde euch eine andere coole Methode zeigen, die ihr auf jeden Fall nachmachen könnt. Einmal ganz kurz eine kurze Unterbrechung. Ich grüße Armin Magic. Er wollte von mir gegrüßt werden und ich habe es leider im letzten Video nicht gemacht. Ich will dieses Video jetzt hier nicht zu lang machen, was ich jetzt hier mit meinem Handy aufnehme. Und will euch einfach weiter dieses Video da angucken lassen, was ihr jetzt gerade hier guckt. Und deswegen, jetzt geht's weiter mit diesem Video. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Kommen wir einmal zur Performance. Für den Trick braucht ihr einen Geldschein. Muss kein 5-Euro-Schein sein, kann auch gleich ein 20 sein. Und ihr braucht natürlich eure Hände. So, in dem Fall macht nicht mit einem 5-Euro-Schein, andere machen es mit einem 10-Euro-Schein. Diesen Trick haben sogar die Ehrlich Brothers in ihrer Show, also den macht Chris immer ganz gerne. Wir falten das als erstes so. Als nächstes falten wir das nach vorn. Jetzt falten wir es so um. Jetzt haben wir hier den Geldschein. Und diesen Geldschein verändert mit einem Umdrehen seine Farbe. Und zack, sind 50 Euro draus geworden. Ist doch der Hammer. Und jetzt erkläre ich euch einmal, wie das Ganze geht. Also, die Technik ist folgendermaßen. Ihr braucht dafür 2 Geldscheine. Und das ist in dem Fall ein 5-Euro-Schein und ein 50-Euro-Schein. Also Geld zu erhöhen ist immer besser. Und dann auch noch Zuschauergeldschein. Aber ich würde euch empfehlen, dass wenn ihr einen 5-Euro-Schein vom Zuschauer in 50 Euro gemacht habt, dass ihr dann sagt, okay, komm, wir erhöhen den Geldschein hier noch einmal, aber nicht auf 500, sondern wieder zurück auf 5, weil es ist ja eurer 50-Euro-Schein. Ihr versteht? Genau. Und dann werdet ihr hier den 50-Euro-Schein, natürlich, wenn ihr 50 Euro zu 5 Euro machen könnt, wollt, geht auch, aber ich erkläre es jetzt in dem Fall erstmal von 5 Euro zu 50 Euro. Ihr faltet diesen Geldschein hier wie folgt. Ihr knickt den einmal nach so um. Muss nicht direkt Ecke auf Ecke sein, ist nicht so wichtig. Danach faltet ihr den so um. Und als nächstes so um. Dann ist das hier so ein kleines Quadrat. Das gleiche macht ihr mit dem 5-Euro-Schein. Dann, wenn ihr den Trick macht, müsst ihr das gleiche mit dem 5-Euro-Schein machen. Einmal umfalten, zweimal umfalten, dreimal umfalten. Genau. Und viele kennen die Methode ja jetzt so, dass der 50-Euro-Schein hinter dem 5-Euro-Schein ist. Ihr seht es selber, es geht nicht so richtig, weil der 50-Euro-Schein ist ein bisschen größer, ja. Man könnte es natürlich, wenn ihr 50 Euro zu 5 macht, dann geht es perfekt. Und dann könnt ihr auch diese Umdrehung hier mit dem 5-Euro-Schein perfekt regeln. Aber beim 50-Euro-Schein ist das von 5 auf 50 ist ein bisschen anders. Ob es genau die Ehrlich Brothers genauso machen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es der gleiche Trick und wenn ihr den gut könnt, dann werden die Zuschauer nicht nur bei den Ehrlich Brothers so verblüfft sein, sondern auch bei euch. Also, ihr habt am Anfang diesen Schein hier entweder hier palmiert oder ihr habt schon hinbekommen, den Zuschauer 5-Euro-Schein so zu nehmen und den 50-Euro-Schein hinter diesen zu verstecken. So würde das aussehen. Genau so. Ich glaube aber nicht, dass ihr schon die Möglichkeit hattet, deswegen palmiert diesen 50-Euro-Schein erstmal so. Dann habt ihr hier den Geldschein.
Den zeigt ihr am besten sogar nochmal von beiden Seiten. So. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr alle Hände ungefähr gleich haltet. Also beide Hände. So. Wisst ihr, in welcher Hand ich den 50-Euro-Schein palmiert habe? Nicht in der, sondern in der. Wenn die Hände gleich sind, dann fällt es für den Zuschauer nicht auf. Wenn du so hältst und so hältst, dann fällt es für den schon ein bisschen mehr auf, ne? Genau, dann machst du den. Dann kannst du hier rumgehen. Tada, tada. Dann unterhältst du den Zuschauer noch so ein bisschen. Das hier ist dein 5-Euro-Schein. Und jetzt kommt irgendwann die Bewegung. Du hast hier das, ja? Und du bringst den 5-Euro-Schein ein bisschen nach vorne. Währenddessen gehst du unauffällig mit deiner Hand hier hin. Bisschen mit dem, von dem Geldschein her verdeckt. Und dann legst du einfach den 50-Euro-Schein heimlich dort ab. Ganz wichtig ist, dass ihr danach immer noch die Hände so haltet, damit es nicht so sehr auffällt. Aber danach könnt ihr wenigstens kurz mal die Hände so halten, damit die wirklich sehen, dass nichts in eurer Hand ist. Dann faltet ihr den hier einmal nach vorne. Der Geldschein ist währenddessen hier. Faltet den nach vorne. Zeigt nochmal eure beiden Hände leer, weil jetzt kommt eine Bewegung. Wenn ihr den Geldschein hier in einer Hand, in der Hand habt, müsst ihr den 50-Euro-Schein wieder in euren Fingerpalm schieben, unauffällig natürlich. Und dann faltet ihr den 5-Euro-Schein nach vorne oder so und dann wieder nach vorne. Und jetzt kommt ein besonderer Grip, ein besonderer Move. Wenn ihr diesen 5-Euro-Schein nehmt, und für den Zuschauer sieht es so aus, als wenn ihr den einfach nur umdreht. Wenn ihr den nehmt, greift ihr mit eurem Daumen zum 50-Euro-Schein, zieht diesen 5-Euro-Schein hier zurück, sodass praktisch gesehen 50-Euro-Schein und 5-Euro-Schein Plätze tauschen. Das heißt nochmal, so, ihr habt den hier. Wollt den hier umnehmen, geht mit eurer Hand so darauf zu, so und tut so, als wenn ihr den so umdrehen würdet. Dann geht ihr mit eurem Daumen hier unten zum anderen Geldschein. So, geht mit eurem Daumen hier zum Geldschein, zum anderen Geldschein. Haltet den auch ruhig dann mit, ihr könnt es jetzt vielleicht ein bisschen schlecht sehen, so fest hier hinten. Nicht nur mit dem Daumen, sondern wenn ihr hier rüber geht, könnt ihr sogar auch noch mit Zeigefinger dahin gehen. Und mit Zeigefinger hier noch hingehen. Dann den 5-Euro-Schein zurückziehen, sodass der 5-Euro-Schein dann hier liegt. Natürlich alles verdeckt und schnell. Und danach könnt ihr den 50-Euro-Schein von dieser Position aus hier nochmal so drehen. Dann sieht es so aus, als wenn ihr wirklich den 5-Euro-Schein gedreht habt, und dann wäre das ein 50-Euro-Schein. Wenn ihr von 5-Euro-Schein zu 50 machen, nee, von 50 zu 5-Euro-Schein, habt ihr den 5-Euro-Schein hier hinter. Geht mit euren Fingern wieder so, dreht es einmal um und zieht einfach nur den 50-Euro-Schein nach hinten und habt den 5-Euro-Schein vorne. Ganz, ganz einfach. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie nochmal die Performance aussieht. Und dann ist das Video auch schon beendet. Das war die ganze Performance nochmal. Und ja, das war's mit dem Video. Ich habe jetzt auf jeden Fall mein Taschengeld aufgebessert. Nein, ich muss das gleich in meinen Fahrradumschlag zurückpacken.
Genau. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Liken, kommentieren, abonnieren und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Ciao!